Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Borderlands 2 mit den Werten Patrick. Hallo. So, wir haben uns jetzt umentschieden. Wir machen jetzt erstmal hier die komische Kraftwerk-Quester mit Kraftwerk. Da sollen wir jetzt jemanden mit einer Pistole umlegen, deswegen laufen wir ja schon beide mit Pistole rum. Passt schon. Gut, Ladies first, würde ich sagen. Wow. So. Nur halt auf die andere Questen gezählt. Ja, werden wir sehen. Wenn nicht, dann müssen wir halt echt auf den Respawn warten. Ich glaube, wenn wir andersrum gelaufen wären, wären wir doch schneller gewesen. Könnte möglich sein. Ja. Oh. Also, bei mir zählt es. Oh, bei mir hoch. Oh, keine Muni mehr. Schütz auf dem Feld! Selbst im Überbau. Geht's einigermaßen? Weiß die Zähne zusammen, Patrick. Yeah. Dankeschön. Kein Thema. Oh, hier ist ein Bett, das wird schön. Ich guck mal nach Munition. Ich tu grad kurz noch laden, super. So. Wir schmeißen einfach zu wenig Granaten, Digga. Ich glaube, das ist das Problem. Das ist eine Möglichkeit. Oh, was haben wir da? Nee, die hat keinen Scope. Die will ich nicht. Okay, ich würde die nehmen. Willst du dann meine haben vielleicht? Dann aber meine hinhauen. Nee, meine Alter. Nee, deine Alter hat ja auch keinen Scope. Ich würde gerne einen mit Scope haben. Meiner hat ja jetzt einen Scope. Hä? Fernglas oben drauf. Ja, doch sowas mit dem Scope. Echt? Sieht ja aber nicht so aus. Wieso nicht? Ja, ich glaube, die macht weniger Schaden. Ja, die macht deutlich. Ja, aber meiner hat keinen Effekt, deiner hat einen Effekt. Eine Herausforderung gemeistert. Dein Sohn hat ein Reflexvisier, Digga. Das ist ein Reflexvisier, das ist ein Unterschied. So, wieder auswechseln. So, wen sollen wir jetzt eigentlich hier mit der Pistole jetzt umbringen? Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, das ist hier drin. Achso, okay. Gut. Nee, nicht, dass ich den jetzt gleich umbringe. Nein, das musst du aufpassen, musst du schon ein bisschen gucken vom Namen her. Ja, ja, ich habe jetzt eben zwar geguckt, aber nicht gesehen gleich. So, ab jetzt nur noch mit Pistole. Nein, nee, nur den Typen. Ja, ja. Aber trotzdem also erstmal. Du kannst auch mit deinen anderen Waffen ballern, du musst halt nur die Nase da drauf machen, richtig. Oh, sieht die Waffe geil aus. Oh, ich will auch so eine. Die sehen geil aus. Die kriegst du nochmal live, falls du brauchst. Das ist ein Kommando. Ja, ich würde dir gerne einen abgeben, aber ihr könnt mir sogar noch Muni kaufen. So, das brauchen wir ja alles noch. Okay. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Kauf sogar mal Dingsmunition. Hier haben wir noch ein schlechteres Schild, aber wieder mit Spike. Ne. Kaufe ich mir jetzt einfach nur im Leben. Danke für die Kohle. Lass
mich so. Wissen, wenn dir etwas voll ins Auge fällt. Ja, ich kaufe mir jetzt gerade nochmal meine Mülle voll. So, jetzt habe ich auch alles voll. Denk daran, wir haben immer geöffnet. Ach du Kacke. Was denn? Ach, die ganze Spinter. Ja, wieso? Iridium ist doch alles da, was wir brauchen. Ach so, na gut, hab ich nie gesehen. Okay. Was denn? Die haben sich jetzt wirklich über ihre Muschi unterhalten von der Mutter? Ich hab grad nicht zugehört. Da hast du das Beste verpasst, Digga. So gehört dir. Ich hab halt. Oh. Bin runter. Klar, Nikto! Laut dem Echo, das ich einem meiner Patienten abgenommen habe, scheinen sich alle Waffenhersteller E-Tech von Hyperion für ihre experimentellen Waffen lizenzieren zu lassen. Deshalb ist Hyperion wohl nach der Öffnung der Kammer durch Iridium so reich geworden. Pass auf, ich glaube, der taucht gerade auf. Badass. Ja, Assassine Watt. So, jetzt rufe ich erst meine Gun. Ich bin heute nicht gefühlt, aber ich bin jetzt nicht gefühlt dran. Yay. Pistol, Feuerstoß während des Ziehens. Naja, wir nehmen das hier. Na schön, ihr hirnlosen Knarrenträger. Eure Suche gilt einer heißen Braut mit blauen Tattoos und geheimnisvollen Kräften. Eine Sirene also. Ihr Name ist Lilith. Offiziellen Berichten zufolge starb sie in New Haven. Aber ich bin überzeugt, dass sie sich in der Nähe von Sanctuary verkrochen hat. Wenn ihr sie seht und mir davon berichtet, mache ich euch so reich, dass ihr euch eine große Villa bauen könnt. Aus anderen, kleineren Villen. Ende. So, den nächsten sollen wir erst snipen. Okay. Jetzt mal Pistole ausgewechselt. Nehmen wir jetzt die Rifle. Bringe mein Geschütz in Stellung. Ich werde immer besser. Okay, Stufe ab. Genau. Das ist cool. Nachdem ich gesehen habe, wie du die Banditen mit dieser E-Tech-Waffe wegpustest, lautet mein fundiertes medizinisches Urteil: E-Tech ist einfach der Hammer. Komm zurück, wenn du da draußen fertig bist. Okay. Vorsichtig, großer. Alter. Ja, und du kriegst einen Kopfschuss nach dem anderen. Oh shit. Ich komm. Wenn ich auf zu schießen. Aber so gerade noch laden. Warte, schieß schon da. So, bitteschön.
Danke. So, und zack. Jawohl, ja. Gerade fällt mir ein, dass ihr Trottel alle drauf geht, wenn ich euch nicht warne. Alle Sirenen sind von Geburt an mit unterschiedlichen, unvorstellbaren Kräften ausgestattet. Ihr könnt sie nicht, ich wiederhole, nicht besiegen. Wenn ihr Lilith seht, meldet ihr es mir sofort. Ich kann es mit ihr aufnehmen. Ihr nicht. Ich ja, ihr nein. Okay, haben wir verstanden. Ich ja, du nein. Ich dachte an du, JN, das ja. Ja, genau. So habe ich das mir auch gedacht. So, machen wir mal das nächste Level. So, wird doch die andere Waffe Maus rüsten, wegen Jantra haben wir hoch nebenbei abgeschlossen. Die Quest so gesehen. Ja, das hatte ich ja vorhin mitgekriegt. Zielgenauigkeit jetzt mal des Geschützes. Das ist einfach so geil, was das Geschütz nahe alles kriegt, du. Ah, sabba, 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 sabba. So, jetzt muss ich hier mal kurz die Rifle wieder umändern. Hab ja eine bessere. Nahkampf. What the fuck, mit Nahkampf? Das kann ja mit für mich nichts werden. Machst du das? Oh, ich kann's probieren. Bin ich dir hinterhergelaufen? Genau. Und deswegen beide falsch, ne? Ja, ja. Aha, er hat hier schon noch Loot rumliegen. Gut, dann guck ich auf der anderen Seite. Ich hab okay, da Waschmaschinen. Ne? Ja, Waschmaschinen. Waschmaschinen, meine. Hehe. Durchlöcher sie! So. Alter, das hat ja jetzt sogar. Alter, guck dir das mal an, was mein Geschütz jetzt hat. Grüne Vision. Das ist ein Doppelhof. Ja! Das sieht geil aus, oder? Okay. Alter, das Ding wird immer heftiger. Alter, guck dir das mal an. Okay. Ich find's geil. Guck mal, hier drüben ist noch was für ein Kommando. Ich habe gerade meinen schon eingesammelt. Aus Versehen, okay. Ich dachte, das ist Munition. Also ich mache jetzt Ladegeschwindigkeit. Auf Waffengenauigkeit runter. Nö, nichts für mich. Okay. Nichts für mich. Also ich stehe halt auf meinen Skill, weißt du? Trotzdem mitnehmen und verkaufen. Okay. Ja, kannst du mitnehmen. Ich habe okay. Noch andere also. Waffen so. Ich will ja dir ja nicht alles weglooten hier. Na, das tut. Hier, bitteschön. Paket. Du bist kein Planet. Das ist so die Ablenkung, wenn man das Ding reinschmeißt. Nein, wer hat mein Geschütz zerstört? Ihr Schweine. Jetzt wird's lustig. Okay, ich hab meins, was jetzt endlich mal Schilde laden tut mit. Oh. Ach, setz dich mal drunter dir. Ja, hat mich aber trotzdem noch erwischt. Hey, hätte nicht deine herstellen können? Ist eigentlich ein bisschen. Nee, mal oder? Badass. Normaler. Organ auf dem Feld! Feuerschaden. Oh, der Typ ist da. Tomaten. Autogun wegpacken, Autogun wegpacken! Komm her, damit ich dich abknallen kann!
Bleib bei mir. Aua. Ihr geblieben. Einfach ein bisschen runterschießen. Ne? Es wird stärker. Wir prügeln ihn. Knüppelkommando. Ich habe eine alte Aufzeichnung gefunden, die euch bei der Sirene helfen könnte. Ich Was? Habe die Sirene Lilith beobachtet, seit die Kammer geöffnet wurde. Sie scheint ihre natürlichen Facewalking-Fähigkeiten mit Iridium zu verstärken, weshalb ich vermute, dass eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Sirenen, Iridium und der Kammer besteht. Zwei weitere Dinge habe ich herausgefunden. Erstens mag sie es nicht, wenn man ihr Haarsträhnen unter dem Vorwand ausreißt, diese für wissenschaftliche Experimente zu benötigen. Und zweitens schmecken sie nach Oliven. Moment, nein. Eher nach gebratenen Gurken. So, jetzt will ich mal sehen. Ich will mal wissen, was das heißt. Ich kann von hier aus mein Haus sehen. Hä? Da oben ist halt nur so ein Feuersymbol. Alter, das ist eine geile Nachladeanimation. Wolltest du das Sniper haben? Ich habe bei meinem nachgeguckt, das meinst du besser. Ja, ich probier's mal aus. Das ist noch eine Kiste. Ah, ich will auch Loot. Ah, Pistolen. Ja, ich glaube, wir sind die Pistolen immer. Komm, jeder nimmt zwei mit. Passt schon. So, hier haben wir jetzt wieder haufenweise Munition, das ist schick. Nee, wo gibt's wieder Pistolen oder so? Ach nee, hier gibt's Alleskönnerin. Lassen wir uns. Ah, das ist meins. Auto Rifle. Das sind zwei deine. Klingzeit Nahkampfschaden. Das war meins. Schusswaffengenauigkeit ist komplett höher. Ablenkzeit, Nahkampf, weil das klingt schon gut. Also ich bin soweit, ne? Na, wir können weiter. Okay. Jetzt ist Shotgun dran. Erledige rauf. Hier kommt eine Überraschung! So warten! Es ist scharf! Mord ist dein Hobby! Ich sehe den Typen halt gar nicht und ich suche ihn schon die ganze Zeit. Nee, erst wenn der Ton kommt und das damit aufgeht, das Tore halb rund. Die tauchen die erst auf. Oh Mist, nachladen. Ah. Ich hab was geschafft. Na komm schon. Doch, easy. Den erwische ich so nicht. Jetzt wird das lustig! Das ist doof. So, jetzt gehe ich auf Shotgun. Nimm das! Lass mich in Ruhe! Alter, lass mich in Ruhe. Autogun? Ja, okay, die ist jetzt sowieso im Eimer. Ich hab keine Munition mehr. Ja, ich hab noch Schrot. Halt mir mal die hinteren weg. Keine Munition! Ja, ich komm. Auf die Beine mit dir, Soldat! Au, komm, 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 komm. Hab ich dich wenigstens gerettet? Ja.
Nee. Ah, komm schon. So, da oben ist er. Alter, er rutscht mir halt immer weg. Jetzt stirb doch mal. Ah, nee, nicht. Mein Typ war drauf geschlagen. Oder ich hab vorher noch mit... Nee, eigentlich nicht. Im Universum kann es nur 6 Sirenen gleichzeitig geben und ich weiß bereits von 3. Ich kaufe euch nicht ab, dass ihr eine der restlichen 3 rein zufällig gefunden habt, nur weil ihr die Leichen irgendwelcher Bräute mit blauen Tattoos verunstaltet. Ich gebe zu, die ersten Dutzend Male, die ihr Spatzenhirne das versucht habt, war es doch halbwegs lustig. Aber jetzt stinkt mein Büro nach Blut und Filzstiften, also hört auf damit! Also ich habe gerade mal die Waffe ausprobiert, für mich ist sie jetzt nichts. Ne, die ist auch stärker. Und übrigens, ich bin auch voll, ne? Also ich kann nichts mehr aufsammeln. Okay. Ja, me too. Also passt. Gucken nach den Preisen, irgendwas wegzuhauen. Das sind das weiße Dingsbums. Ja, ich würde mal meine Granaten wieder umändern. Ich habe hier mal die anderen ausprobiert, die sind ja ganz kacke. Die mit der Standard-Explosion. Welche auch nimmst du wieder die Rocket Knight rein? Ja, ja. Hier liegt mein Geschütz noch. Guck dir das schöne Ding an. Es hat gute Dienste geleistet, es hat geblockt. Irgendwie lustig, ich habe nur Waffen, die haben zu wenig Munition und das ist alles schnell weg. Ja, müssen wir echt mal gucken. Hier hinten ist noch eine Waffenkiste, Alter. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier eine Explosivschrot. Oh. Aber ohne Scope. Macht aber mehr Schaden als meine. Dann würde ich mal auswechseln. Was? Boah, passt. Hat aber ein bisschen weniger Schuss. Dann haben wir hier Explosiv... Wir finden hier nur echt Explosivwaffen. Keine Zeit, Digga. Tja. Ich hätte mal auch gerne so eine Schockwaffe oder eine andere Waffe, die uns da schön in der Schießbude vorgeführt worden ist. Also ich habe ja nichts gegen Explosiv. Explosiv ist eigentlich ganz cool. Das Problem ist, wenn wir jetzt nur mit Explosiv rumrennen, haben wir irgendwann ein Problem, denke ich mal. Ja, also, mal was anderes looten wäre doch mal vielleicht cool. Oh, stimmt. So. Weiter geht's. Ja, ich glaube, irgendwas, was mal Effekt macht irgendwie. Korrosion brauchen wir ja noch nicht, du läufst falsch. Achso, es geht ja hier schon wieder raus. Ja, wir sind jetzt nur im Kreis gelaufen. Okay, gut. Ah, hier kann man sogar noch verkaufen. Nice. Preise und ich stelle keine Fragen. So, die Explosionspistole mach ich jetzt mal weg. Das mache ich 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 weg. Müll. Müll. War kacke. Was den Schilden. Geld. 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 So, das Sniper behalte ich noch. Also, ich gehe jetzt sozusagen auf Rifle, Shotgun, Pistole und ja, das Sniper behalte ich jetzt nochmal. Ich weiß aber noch nicht, was ich jetzt hier davon nehme. So. Dann lasse ich jetzt erstmal den Patrick in Ruhe verkaufen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier schon mal den Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.